Hallo meine lieben Make-up-Lovers und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder dabei bist. Falls du neu auf mich gestoßen bist, hi, ich bin Vicky Lash, ich bin Make-up-Artist und auf diesem Kanal findest du alles rund um Beauty und Make-up und meine Profi-Tipps und Tricks. Heute zeige ich euch, wie man Lidschatten richtig auftragt und auch verschiedene Blendetechniken, weil ich sehe es immer wieder, dass das ein bisschen schwierig ist für viele. Dabei liegt es meistens nur an dem richtigen Werkzeug. Wir verwenden nämlich für so schöne verblendete Augen-Make-up-Looks keine Schwämmchen, keine Applikatoren. Wir machen das mit Pinseln und die müssen nicht mal teuer sein. Ich zeige euch wirklich Drogeriepinsel oder Pinsel, die man auch auf Amazon bekommt und mit denen bekommt man auch wirklich so einen schönen Lidschatten-Look hin. Falls du mir noch nicht folgst und meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich dich sehr gerne bitten, einfach unten auf Abonnieren zu klicken. Wenn du die kleine Glocke daneben aktivierst, dann bekommst du auch immer eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video von mir online ist. Du findest auch meine komplette Playlist von Make-up für Anfänger, meine Tipps und Tricks unten in der Videobeschreibung. Dort findest du auch alle Produkte, die ich heute verwendet habe. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und meinem Augen-Make-up-Look für Anfänger. Wie ihr sehen könnt, habe ich meine komplette Foundation und auch schon ein bisschen Rouge und Bronzer und alles andere schon aufgetragen. Wenn ihr dazu detaillierte Videos sehen wollt, dann verlinke ich euch die komplette Anfänger-Playlist hier. Denn heute konzentrieren wir uns, wie gesagt, nur auf das Augen-Make-up. Damit ein Augen-Make-up auch wirklich richtig gut hält, empfehle ich immer eine Lidschatten-Base aufzutragen. Die sorgt einfach dafür, dass Pigmente besser anhaften am Augenlid und dadurch auch viel länger halten. Denn viele kennen es vielleicht von euch, ihr probiert Lidschattentechniken aus oder generell tragt einen Lidschatten aufs Augenlid auf und nach kurzer Zeit ist das Ganze hier in der Lidfalte abgesetzt oder es bröselt und schaut einfach gar nicht gut aus. Das liegt daran, dass diese Puderpigmente, denn Lidschatten ist ja nichts anderes als ein gefärbtes Puder, keine klebrige Basis haben, wo sie sich anhalten können. Deswegen sorgen wir für so eine klebrige Basis und da gibt es ganz unterschiedliche Produkte. Manche machen es mit so einem richtig dicken, cremigen Concealer. Ich bin ein Riesenfan von der Urban Decay Primer Potion, die ich irgendwo vergessen oder verlegt habe, deswegen zeige ich sie euch hier. Das ist eine ganz, ganz tolle Lidschattenbasis. Oder ein Creme-Lidschatten, wie zum Beispiel der MAC Paint Pot. Diese Creme-Basis könnt ihr entweder mit dem Finger auftragen oder mit einem Pinselchen, aber mit dem Finger und eurer Handwärme lässt es sich am besten verteilen. Ich werde ganz oft gefragt, wie viel brauche ich denn von diesem Primer? Das kann man nicht in Milligramm angeben. Im Grunde braucht ihr nur ganz wenig davon. Und zwar so viel, dass wenn ihr das so verblendet, dass das ganze Augenlid schön abgedeckt ist. Also keine dicke Schicht. Man merkt auch ganz schnell, wenn man den Lidschatten mit dem Finger auftragt, dann wird die Konsistenz ein bisschen klebrig und das ist super perfekt. Denn wenn die Base noch zu nass ist, wird der Lidschatten auch nicht gut haften. Das heißt, immer leicht antrocknen lassen und ihr merkt es dann wirklich, wenn es so ein bisschen klebrig wird. Außerdem haben viele Lidschattenprimer oder Lidschattenbase, das ist ein und dasselbe Produkt, nur zwei verschiedene Namen, auch die Eigenschaft, dass sie Rötungen ausgleichen und auch die Hautfärbung am Augenlid ein bisschen ebenmäßiger machen, das kann man ganz gut sehen. Und da ich in den meisten Fällen auch am unteren Augenlid ganz dicht an der Wimpernlinie Lidschatten auftrage, verwende ich auch hier diesen Lidschattenprimer und trage ganz wenig davon hier ganz dicht an den Wimpern auf. Also nicht dort, wo ihr den Concealer auftragen würdet, sondern wirklich ganz dicht an den Wimpern. Es gibt ja ganz viele verschiedene Lidschattentechniken und da findet ihr auch schon irrsinnig viele Videos auf meinem YouTube-Kanal. Aber heute möchte ich mal so auf die Basics zurückgreifen und auch auf ganz wenige Pinsel bzw. die wichtigsten Pinsel und wie man mit denen schön umgeht, wie man schön verblendet und wie man den Lidschatten überhaupt schön auftragt. Wir kommen mal zu dem allerersten Pinsel. Das ist ein Basis-Lidschattenpinsel, ein ganz flacher Lidschattenpinsel. Ich habe einige sehr günstige Lidschattenpinsel von BH Cosmetics, von La Mora. Ich verlinke euch auch gerne einige meiner Lieblinge unten in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall sollte das so ein flacher, leicht fluffiger Pinsel sein, der gut den Lidschatten aufnehmen und festhalten kann und mit dem man dann wirklich auf diese schön frische, klebrige Basis aufbringen kann. Ich verwende übrigens heute die BH Cosmetics x Mrs. Bella Palette. Das ist eine ganz, ganz günstige Drogeriepalette, die man aber auch online bekommen kann. Ich verlinke euch die natürlich auch sehr gerne unten in der Videobeschreibung. Ich verwende sehr gerne helle, glänzende Lidschatten hier ganz innen im Innenwinkel. Das öffnet nochmal den Blick und lasst das Auge ein bisschen wacher erscheinen. Auf jeden Fall nehme ich den flachen Lidschattenpinsel und eher die Spitze davon. Und geh mal hier in den Innenwinkel.
Und wichtig, wenn auf der Basis noch kein Puder sitzt, quasi kein Lidschatten sitzt, dann pressen wir die Lidschatten zuerst mal an. Und das machen wir in so einer drückenden Bewegung. Dann nehme ich mir eine zweite Lidschattenfarbe, die ich auf dem kompletten beweglichen Augenlid haben möchte. Das bleibt wieder ganz euch überlassen. Ich verwende da auch ganz gerne entweder schimmernde oder matte Töne. Es ist wirklich komplett egal. Es kommt immer auf den Look drauf an, den ich schminken möchte. Aber es ist ganz wichtig, zuerst mal diese Basis zu haben. Und dann können wir uns ums Blenden kümmern. Bei der Basisfarbe verwende ich heute auch mal irgendwas Schimmerndes, zum Beispiel Shawty. Und da ist es wichtig, dass man jetzt diesen flachen Lidschattenpinsel auch flach verwendet und flach in das Produkt hineingeht. Also wirklich einmal hineingehen, schön anpressen und dann den Lidschatten aufnehmen. Wenn ihr damit so anfangt, so herumzustauben, dann haftet dieser Lidschatten, sprich dieses Puder, nicht auf eurem Pinsel und kann dadurch auch nicht so gut abgegeben werden. Das Resultat daraus ist hier alles voller Brösel, voller Lidschatten. Wir wollen immer so sauber wie möglich und so präzise wie möglich arbeiten. Deswegen richtig schön einmal in den Lidschatten reingehen, das Produkt aufnehmen und dann auch wieder in einer drückenden, pressenden Bewegung auf das bewegliche Augenlid aufbringen. Ich werde dann ganz oft gefragt, Vicky, wie hoch gehe ich denn mit dieser Basisfarbe, alles was auf dem beweglichen Augenlid ist. Hier müssen wir mal unterscheiden, was ist überhaupt das bewegliche Augenlid und was betrifft den Rest, wo ich nachher zum Beispiel blenden möchte. Das bewegliche Augenlid ist das, wenn ihr blinzelt, das wirklich auf und zu geht. Das heißt, wenn ich mein Auge geöffnet habe, dann ist das bewegliche Augenlid das hier, was so richtig hinter den Augapfel reinschlupft und wieder raus. Da sind wir wieder beim Stichwort Schlupflider. Falls ihr euch da noch nicht genau auskennt oder nicht genau wisst, welche Techniken für Schlupflider geeignet sind, es gibt ein ganz, ganz gutes Schlupflider-Video von mir. Das ist ein bisschen eine andere Technik als die klassische Lidschattentechnik, aber im Grunde ist es alles dasselbe. Wir brauchen eine Base, wir brauchen eine Basisfarbe und dann können wir mit anderen Lidschatten drüber blenden. Wenn wir von Blenden sprechen, dann wollen wir immer so einen leichten Schatten simulieren, wo entweder keiner ist, weil ihr ein Schlupflid habt, oder wenn ihr eure natürliche Augenform hier nochmal ein bisschen betonen wollt, dann machen wir das immer mit ein bisschen dunkleren Farben. Das heißt, diese Farbe, die hier in die Crease, sagen da auch ganz viele dazu, ich bin nicht so ein Verfechter von diesen englischen Fachausdrücken, ich sage lieber Lidfalte dazu. Die Leute, die das hier sehr schön betonen wollen, dafür verwendet man immer etwas ein bisschen dunkleres. Und hier kommt jetzt auch der Blenderpinsel zum Einsatz. Es gibt ganz viele verschiedene Größen und Formen von Blenderpinseln. Sie haben aber alle eines gemeinsam, nämlich dass sie alle so ein bisschen fluffig sind. Hier habe ich euch mal vier schöne Blenderpinsel-Varianten mitgebracht. Wir haben hier einen sehr großen, fluffigen Blenderpinsel. Der macht sehr, sehr weiche Schatten. Und je dichter und vor allem spitzer der Blenderpinsel wird, umso genauer wird diese Falte definiert. Wir können uns also aussuchen, wollen wir mal nur einen ganz weichen Schatten machen oder wollen wir schon ein bisschen mehr Definition in die Lidfalte bringen. Wenn wir jetzt davon sprechen, zwei oder mehr Farben in dieser Lidfalte zu verwenden, dann würde ich auch immer empfehlen, zwei verschiedene Blenderpinsel zu verwenden, um auch verschiedene Texturen hervorzuheben. Es würde nicht viel bringen, wenn ich mit einem, nämlich diesem fluffigen Pinsel zum Beispiel, zwei komplett verschiedene Farben in der Lidfalte verblende, weil sich das zu sehr vermischt würde und die Texturen nicht mehr so unterschiedlich wären. Man beginnt aber auf jeden Fall immer zuerst mit dem weicheren Part des Blendens und wird dann immer ein bisschen präziser. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen verstehen, wenn ich das so erkläre. Ich zeige es euch einfach mal, vielleicht wird es dann ein bisschen klarer. Ich verwende jetzt für den ersten weichen Schatten, nämlich so diese erste Andeutung meiner Lidfalte, diesen Baby Girl, diesen roséfarbenen Lidschatten auf diesem ganz fluffigen Blenderpinsel. Der ist von L'Amore, das ist der Soft Blender 113. Und wichtig, mit den Blenderpinseln geht man immer gerade rein, weil wir möchten nämlich auch wirklich den Blenderpinsel an sich ausnutzen und nicht die Fläche oder die Seite davon. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, wenn man so mit dem Blenderpinsel reingeht. Man muss die Spitze des Blenderpinsels nutzen. Und dann haben wir das Produkt genau hier drauf. Und jetzt kommt es auch darauf an, wie und wo platziere ich den Pinsel am Augenlid. Wenn ich jetzt einen leichten Schatten hier mal über die Lidfalte machen möchte, dann setze ich so die Mitte des Pinsels auch wirklich in der Lidfalte an. Und dann bewege ich mich mit einer ganz leichten Hand, ich drücke kaum auf, einmal in so einer Windschutzscheibenwischerbewegung hin und her.
Wir passen dabei immer auf, dass wir nicht über die natürliche Grenze des Augenlids rauskommen. Das heißt, nicht zu weit nach unten blenden. Ein guter Anhaltspunkt ist immer, wenn ihr eure untere Linie hier verfolgt, dass wir nicht unter diese unsichtbare Linie runterblenden. Es wäre nicht so ratsam, wenn ihr da so weit runterblendet, weil dadurch, dass das ja in der Lidfalte immer einen Schatten simulieren soll, dann fällt das Auge so optisch ein bisschen ab. Wir haben es natürlich aber gerne, wenn das Auge schön offen ist und eher nach oben kommt für dieses optische Lifting. Lieber langsam beginnen mit einer ganz leichten Hand. Ich halte den Pinsel teilweise nur mit zwei Fingern. Ganz, ganz leicht in der natürlichen Lidfalte bleiben. Und wir haben noch eine besondere Grenze, weil viele blenden teilweise auch ein bisschen zu hoch. Wir lassen unter der Augenbraue immer ein bisschen Platz. Wenn wir jetzt ein bisschen Gas geben wollen oder noch eine dunklere Farbe für diese Tiefe hinzufügen wollen, zum Beispiel die Farbe Scorpio, das ist so ein schöner, kühler Braunton, dann nehme ich mir jetzt ein bisschen einen exakteren Blenderpinsel. Und mit exakt meine ich nicht so fluffig wie der schwarze Lamora-Pinsel und ein bisschen spitzer geshaped. Der sorgt nämlich dafür, dass das meiste an Produkt, das meiste an Farbe hier direkt auf der Spitze liegt und rundherum der Blenderpinsel für uns blendet. Das heißt, ich gehe wieder mit der Spitze hinein. Dann schaue ich wieder ganz gerade in den Spiegel. Es bringt nicht viel, wenn man die Augen so zukneift oder ein Auge zukneift. Wenn wir eine Farbe platzieren, eine Blendefarbe platzieren, dort wo ein Schatten sein soll, dann sollten wir das Auge auch geöffnet halten und mal schauen, wie hoch oder wie tief muss ich denn, damit wirklich meine Lidfalte betont wird. Und bei mir ist es genau hier. Ich fange immer von außen an, das meiste an Farbe hinzusetzen. Ich kann gerne so kleine tupfende Bewegungen machen. Jetzt habe ich hier außen mal so ein bisschen Produkt hingesetzt und jetzt dasselbe wie mit dem anderen Pinsel mit einer leichten Hand nach innen blenden. Und hier könnt ihr jetzt entweder aussuchen, blenden wir nur bis in die Mitte oder blenden wir ganz hinunter. Je nachdem, wo diese dunklere Farbe hingeht, wirkt das Auge dort auch ein bisschen tiefer. Das heißt, wenn ihr innen zum Beispiel eher ein sehr tiefes Auge habt, dann versucht mal nur außen das letzte Drittel ein bisschen dunkel zu betonen und nur dort zu blenden. Und da können wir jetzt langsam statt dieser Hin- und Her-Bewegung auch kleine kreisende Bewegungen machen. Ein Tipp noch bezüglich Pinselhaltung. Wenn man den Pinsel eher nach unten hält, dann blendet er nur auf der unteren Seite, weil die Spitze, quasi das meiste Produkt und die dunkelste Farbe, hier oben eher hart blendet. Das heißt, man macht sich selbst so eine Kante. Wenn man den Pinsel aber ein bisschen so schräg nach oben hält, dann ist die Spitze des Pinsels in der Lidfalte und rundherum der fluffige Teil blendet für dich. Wenn ich merke, dass mir der Lidschatten noch immer ein bisschen zu hart ist oder ich alleine mit dem Pinsel nicht mehr viel weiterkomme, dann kann ich zum Beispiel wieder einen ganz fluffigen, weichen Pinsel nehmen und dann gehe ich mal in eine ganz helle Farbe, die so ein bisschen meiner Hautfarbe ähnelt. Gehe hier nur ganz leicht rein und das ist so eine Blendehilfe. Mrs. Bella gibt sehr gerne solche Farben in ihre Lidschattenpaletten hinein, weil sie ganz genau weiß, das sind so die perfekten Blendunterstützer. Direkt unter der Augenbraue und ein bisschen über das, was wir gerade geblendet haben, drüber gehen. Dann kann man das ganz, ganz leicht aussoften. Wir können aber die Intensität dieser Lidfalte und dieser Verblendung natürlich noch weiter aufbauen. Ich gehe jetzt nochmal mit ein bisschen einem dunkleren Ton rein oder mit ein bisschen einem anderen Ton, damit ihr es nochmal sehen könnt. Hier von außen die Farbe ansetzen und dann in der Lidfalte oder nur im äußeren Drittel, je nachdem wie eure Augenform aussieht, reinblenden. Den Pinsel leicht schräg nach oben halten. Dann ist es ganz, ganz mühelos, hier eine schöne Verblendung zu machen. Kleine kreisende Bewegungen und wieder diese Windschutzscheibenwischer-Bewegung. Und damit das Augen-Make-up nicht nur oben ist, sondern auch am unteren Augenlid ein bisschen mitgezogen wird und somit schön abgerundet ist und ein kompletter Look, ziehen wir auch die paar Farben, die wir oben verwendet haben, aufs untere Augenlid. Dafür verwende ich gerne so ein bisschen einen spitzeren, kleineren Pinsel, bisschen detaillierter. Dieser Pinsel nennt sich Pencil Brush, weil er aussieht wie ein Stift. Im Grunde mache ich dasselbe wie oben. Ich habe hier innen den ganz hellen, leicht goldenen Ton im Innenwinkel.
Dann verwende ich den Basiston. Ich habe hier auch diesen Schimmerton verwendet. Hier komplett unter dem Auge. Dann kann ich dieses Rosé, was ich vorher ganz weich verblendet habe, auch am unteren Augenlid ganz weich komplett drunter blenden. Dafür gehe ich wieder gerade hinein in die Farbe und ziehe das so ein bisschen unterhalb. Und man merkt jetzt schon, was auf jeden Fall noch fehlt, nämlich ein bisschen was Dunkles. Dadurch, dass wir oben schon ein bisschen dunkler schattiert haben, brauchen wir auch ein bisschen einen Rahmen, der das Auge hier unten einfasst. Und dafür verwende ich jetzt wieder diesen kühlen Braunton, den ich zum ersten Mal bei der Schattierung verwendet habe. Und den ziehe ich hier mal nur von außen auch weg. Aufpassen, dass man nie zu tief kommt, weil sonst seid ihr hier im Concealer drinnen und das Auge schaut so ein bisschen tief aus und ihr macht euch quasi selbst Augenringe. Und dann nehme ich mir hier nochmal die letzte Farbe, die ich hier ganz außen nochmal ein bisschen verblendet habe und setze die auch nur ganz außen hin. Und da merkt man schon, wie auf einmal das Oberlid mit dem Unterlid schön zusammenkommt und man einen kompletten Lidschattenlook hat. Selbst mir passiert es immer wieder mal, dass ich besonders auf diesem Auge, weil es ein bisschen eine andere Form hat und ich auf dem Auge auch normalerweise höher blende, damit es relativ gleich ausschaut, da passiert es mir hin und wieder, dass ich hier ein bisschen zu rund werde. Dann nehme ich mir einfach den letzten Pinsel, auf dem ich gar keine Farbe mehr drauf habe, und versuche hier nochmal die Kante so ein bisschen nach außen zu blenden. Denn wenn ihr eine gute Lidschattenbasis verwendet habt, dann könnt ihr den Lidschattenlook immer wieder in verschiedene Richtungen blenden. Das heißt, ich kann jetzt ganz einfach ohne jegliches Produkt hier den Lidschatten noch ein bisschen höher blenden. Wenn euch der Look dann so gefällt und ihr aber zum Beispiel hier die natürliche Grenze ein bisschen unterschritten habt, dann kann man das ganz leicht ausbessern, ohne dass man den ganzen Look jetzt irgendwie wieder weggibt oder da anfängt herumzuschmieren. Und zwar nehmt ihr euch euren Beauty Blender. Im besten Fall habt ihr ja eh vorher damit auch eure Foundation oder Concealer oder whatever aufgetragen. Entweder ist hier noch ein bisschen Rest an Concealer drauf oder ich mache es so, dass ich mir ein bisschen Concealer hier aufnehme auf dem Beauty Blender. Und zwar drücke ich in dem richtigen Winkel, den ich hier haben möchte, den Beauty Blender wie so einen Stempel hier drauf. Der Beauty Blender ist nämlich so ein perfekter Radiergummi. Und schon habe ich mir die Kante super schön ausradiert. Falls ihr jetzt noch einen schönen Eyeliner ziehen wollt oder falsche Wimpern aufkleben wollt, dazu habe ich auch ganz detaillierte Videos gemacht. Ich würde euch sehr raten, die auch nochmal anzuschauen. Und hier habe ich natürlich auch noch einen Tipp für euch, damit ihr nicht euer schönes Kunstwerk, an dem ihr jetzt gearbeitet habt, gleich mit Wimperntusche wieder ruiniert, weil wir kennen das alle. Wimperntuschen und dann hat man hier oben auf dem schönen Lidschattenlook die Wimperntusche kleben. Am besten schnappt ihr euch einen Handspiegel. Ich habe hier einfach einen aus meiner Puderdose. Wir halten den Kopf ganz gerade, nehmen den Spiegel ein bisschen nach unten und folgen mit den Augen. Weil was dann passiert, hier hat man dann plötzlich viel mehr Platz. Man kann die Wimpern tuschen, ohne dass man oben ankommt. Wenn ihr aber zum Beispiel euch vor einem fixierten Spiegel, der an der Wand hängt, schminkt, dann könnt ihr den Kopf leicht nach hinten geben und dann hat man hier genauso viel Platz. Ich hoffe, mein Video hat euch gut gefallen und war auch hilfreich für euch. Bitte vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es so war. Wenn ihr noch detailliertere Anleitungen haben wollt, dann könnt ihr gerne auch auf meiner Website www.wikilash.com vorbeischauen. Dort biete ich nämlich sogenannte Make-up-Coachings. Wir können uns online treffen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch auf meinen anderen Videos für Anfänger vorbeischaut. Den Kanal natürlich abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Alles Liebe!